Einen schönen guten Tag. In der Version 3.70.907 ist eine schöne neue Funktion hinzugekommen, und zwar die Funktion der Handwerkerrechnung. Wenn Sie eine Dienstleistung betreiben, kann es durchaus sein, dass der Kunde Ihre Rechnung absetzen kann. Dass diese allerdings vom Finanzamt anerkannt wird, muss, obwohl alles aufgeführt ist, trotzdem unterhalb des Rechnungsbetrages ja stehen, das ist eine Handwerkerrechnung und bla bla bla, in der Rechnung sind 500 Euro Lohn enthalten oder Arbeitslohn enthalten, was mit einem Mehrwertsteuersatz zum Beispiel von 19 so und so viel netto ausmacht. Das können Sie relativ leicht umsetzen. Sie müssen unter Anwendungen, Artikel, Warengruppen eine neue Warengruppe anlegen, und zwar Arbeitslöhne. So, wir sagen hier, die hat einen Mehrwertsteuersatz 0. Nun speichern wir das Ganze. Das ist schon mal der erste Schritt. Des Weiteren gehen Sie nun in Systemeinstellungen her, gehen in die Karteikarte Artikelstamm und wählen dort Warengruppe für Arbeitslöhne. Hier wählen wir Arbeitslöhne aus. So, und jetzt sind wir schon einen großen Schritt weiter. Jetzt könnten wir einen Artikel schnell anlegen, wo wir sagen, das ist ein Arbeitslohn. Das machen wir auch schnell. So, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Als Lieferant wählen Sie sich dann selber. Das heißt, Sie selber sind also der Hersteller oder der Produzent dieses Artikels. Und Sie geben dann den Bruttopreis ein. Des Weiteren wählen Sie hier unten die Warengruppe Arbeitslöhne und deaktivieren natürlich die Lagerführung, weil ein Arbeitslohn hat keine Lagerführung. Nachdem Sie das Ganze abspeichern, haben wir nun einen Artikel mit unserer Artikelnummer 50. Okay, jetzt machen wir aber mal einen Verkauf. Wir gehen in die Kasse hinein, verkaufen den Artikel, sagen hier so Arbeitslohn, ach, mache ich mal Plus und mache 3 Stunden, okay? Dann verkaufen wir einen weiteren Artikel, was habe ich hier von dem Artikel, verkaufe 2, passt schon. Wir wählen natürlich nun einen Kunden aus. Ja, den wollen wir übernehmen. Und wir sagen nun bezahlen. Wir wählen Rechnung, können jetzt einen Text importieren, das machen wir jetzt alles nicht und sagen einfach weiter. Die Rechnung wird nun erstellt. Nein, ich will es jetzt nicht per Mail senden. Und jetzt schauen wir uns die Rechnung in der Vorschau an. Unter Rechnungen, die verschiedenen Angebote, sehen wir nun, die neu erstellt die Rechnung. Wenn wir uns die Vorschau nun ansehen, dann sehen Sie, machen wir mal ein bisschen größer, hier den Text, im Rechnungsbetrag sind Arbeitslöhne wie folgt enthalten. Brutto 195, netto 163, Mehrwertsteuer 31,14. Nun erfüllt diese Rechnung den Anforderungen des Finanzamtes, so damit Ihr Kunde Ihre erhaltene Rechnung beim Finanzamt einreichen kann und demzufolge auch absetzen kann. Das war es schon in dem Video, so einfach und so schnell kann es also gehen, Arbeitslöhne mit aufzunehmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.